Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Tupon Campus. Wie ihr seht, ich habe jetzt in Noblestead 3 Sterne. Ich habe mich nur auf die Ritterwissenschaften konzentriert. Ich habe keine anderen Studiengänge mit reingenommen. So konnte ich dann halt auch den dritten Stern holen. Da war die Zufriedenheit ein bisschen einfacher zu machen. Wo bin ich jetzt eigentlich? Nee, gar nicht. Hier. Hier bin ich doch. Genau, mit den 2 Studiengänge Magie und dunkle Magie. Irgendwie so. genau, dann machen wir jetzt ganz normal weiter. Und da sind wir jetzt auch ja beim letzten Part hängen geblieben. Ich glaube, wir hängen so ein bisschen bei den Schülern, die wollen nicht lernen oder so, ne? Irgendwie habe ich das hierfür. Die wollen nicht lernen. Muss ich mit der Peitsche so hinter denen stehen und sagen, lerne. Mach. Werd besser. Sag ich doch. Was? Wieso? Besucher sollten angemeldet und anschließend sofort entfernt werden. Stimmt, das C+ fehlt mir, ne? Und die Eindringlinge. Ich bin jetzt aber C+, das ist irgendwie blöd. Aber okay, die sind ja jetzt hier auch am Machen und Tun und Nachhilfe ist ja alles drin und ich versuche ja die Sachen schon zu verbessern. Sofern das geht. Ist das hier Übersicht, Weiterbildungskapsel? Doch. Doch, 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 doch. Okay, weil aber gerade Dings ist, kann natürlich nicht, ne? Sind jetzt auf B gestiegen. Yeah. C+, ja, sehr gut. Ich habe die, glaube ich, alle schon so weit wie möglich auch hochgepusht. Doch, das wollte ich. Okay, nächstes Mal. Für nächstes Jahr brauche ich nur die. Bessere Lehrkräfte. Komm schon, Jungs und Mädels. Ab. Das finden die auch alle nicht so hübsch, habe ich das Gefühl, ne? Deko. Ah, hier kann ich auch nur den Topf wählen. Na gut. Machen wir es mal ein bisschen hübscher hier. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht so krass hübsch, aber... Ein bisschen hübscher, ne? Wenn du nicht weißt, wo deine Vorlesung ist, willst du dann überhaupt hin? Abwarten. Sollte man sich überlegen. Wenn du nicht weißt, wo deine Vorlesung ist, dann willst du wahrscheinlich auch gar nicht hin, weil du würdest sonst wissen, wo deine Vorlesung ist. Ein bisschen hübscher hier. Okay, die Vorlesungen werden auf jeden Fall sind schon mal besser. B+, B+. Sieht doch schon mal gut aus. Wir haben hier Powernapping, wir haben hier. Weiterbildungskapsel. Nee, das soll nicht abgebrochen werden, das soll gemacht werden. Hier kann ich nichts verbessern. Aber hier kann ich verbessern. 30.000, das muss man sich aber auch erstmal reinziehen. Party! Hier spricht Felicity Bellbottoms und ihr hört Radio Campus, wo wir uns jeden Tag abrackern, ohne dafür entlohnt zu werden. Wir haben heute eine tolle Show für euch parat. Aber fürs Erste gibt's etwas Musik. Glückwunsch! Ein Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Er kommt vor den. Ja, die sind alle voll motiviert, voll gut. Der verbessert sich.
Ich muss ja schon gestehen, ich mag ja, ne? Wie, Einstellung weigert sich, warum? Ja, den gehen wir... Stinktitis. Ja, den gehen wir zum Arzt, mein Freund. Nicht dauernd hier so... Kommt schon, ihr müsst besser werden. Jetzt geht schon wieder die Vorlesung los. Stimmt, den Raum, den ich hier gemacht habe, der Aufenthaltsraum, nur ein Gebäude, aber alles vollkommen durchgeknallt hier. Sehr gut. Den kann ich auch nicht verbessern. Den kann ich auch nicht verbessern. Stimmt, da habe ich gesagt, dann kommt der hier so mit Badezimmer und Toilette und so, dann läuft das. Och, Mädchen, du gehst mir auf die Nüsse. Komm schon, das sieht so wenig aus. Da fehlt doch nicht mehr viel. Frag die offene Tür. Ich meine, die haben noch alles, was sie wollen. Wieso steht die eigentlich so weit da hinten? Wo fällst du? Ach so, ja, okay. Verstehe. Wegen der Heizung. So sieht's aus. Bildung ist unbezahlbar. Und Einbildung ist auch eine Bildung, habe ich gehört. Neues Projekt starten! So. Dann können wir das nämlich verbessern. Und dann können wir das nächste verbessern und so. Wenn die Sachen verbessert werden, habe ich die Hoffnung, dass es dann auch besser ist. Was ist denn jetzt schon wieder? Hier scheint so alles noch ganz gut zu sein. Am Ende beschweren sie sich, weil es jetzt gleich zu heiß ist. Studiums kann es schwer sein für... Naja, für so ziemlich alles andere Zeit zu finden. Maggie hat einen Tipp für effektive Zeitplanung. Bald beschweren sie sich, ja, zu heiß. Multitasking ist super. Mein oh, der friert. Manchmal, wenn ich einen Essay schreibe, mir dabei eine aufgezeichnete Vorlesung anhöre und für Radio Campus über ein Event berichte, dann merke ich, dass das alles wohl ein bisschen viel wäre, wenn es kein Multitasking gäbe. Danke, Multitasking. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. Schade, nicht funktioniert, glaube ich. Manche haben nun B, aber das Jahr ist noch nicht vorbei. Die sind jetzt hier noch so. Und am Dingsen. Wird nicht reichen. Schade. Ich habe mich sogar auch ein bisschen entfernt von dem B+. Warte. Einer ist durchgefallen, aber 41 Abschlüsse. Sehr gut. Zwei Clubs. Powernapping ist der übelste Shit. Na gut, das war's auch. Das Studienjahr ist nun vorbei. Kann beides von dem nicht verbessern. Okay, dann sparen wir das. Natürlich kriegst du. Jahresentwertung gibt es jetzt. So, dich nehme ich mit. Und ein Zauberei, ne? Du bist Zauberei. Lässt Müll fallen. Link. Ja gut, hier. Komm. Oh ja, starten! Dafür auch. Aber vielleicht bräuchten wir noch den einen oder anderen Hausmeister. Ja. Das Stundenplan ist jetzt verfügbar. Ich bin 23, ja.
Was? Wieso sind denn auf einmal die Temperaturen so gesunken? Was ist los? Was passiert? So, mach das. Warum ist denn jetzt die Temperatur so gesunken? Das wäre ganz großartig. Das Problem ist, hier kann ich doch gar nichts machen. Was kann ich denn hierfür? Das ist doch... Hier, ich kann da nichts hinstellen, weil es nicht mir gehört. Ich kann hier noch einen hinstellen. Aber damit hat sich die Sache auch. Ja, ist zu kalt. Ja, ja gut, was soll ich machen? Nee. Ich kann nur auf das Einfluss haben, worauf... wo mein Dings ist. Okay, der ist auch schon soweit. Menno? Der Gesundheitsinspektor. Sind jetzt schon wieder so unglaublich... Unser nächster Bericht dreht sich um ein Lehrkrankenhaus und verschwundene Knochen. Verschwundene Knochen? Und damit haben wir den ersten... Boah, ich kann jetzt einen Horrorfilm gucken. Spiffelmoor, mit dem Einsatz von Magie sollte man vorsichtig sein, sonst fragen sich am... ...erfolgreiche medizinische Karriere. Doch während sie nachts von Krücken und pharmazeutischen Geräten träumten, verschwanden ihre Leerskelette. Sie versuchten, aus Drähten, Zahnstochern und Klopapier neue Skelette zu bauen. Doch leider fehlen ihnen nicht nur 39 Knochen, sondern auch das Wissen, welche davon fehlen. Im Moment sieht es so aus, als wäre es um ihre Ausbildung und das Gebeinwohl unseres Countys schlecht bestellt. Fliss, zurück zu dir. Darf ich jetzt? Okay. Mit dem Einsatz von Magie sollte man vorsichtig sein. Sonst fragen sich am Ende die Leute, ob der Campus tatsächlich Erfolg hat oder alles nur eine Illusion ist. Nun, wir fahren vor. Was müssen wir machen? Stufe 10 der Zauberer? Hä? Studierende verbessern ihre akademischen Stufe, indem sie Vorlesungen besuchen, Aufgaben abschließen und Nachhilfe in Anspruch nehmen. Gut ausgebildete Lehrkräfte, hochwertige Ausstattung, eine schöne Umgebung, beschleunigen Stufenaufstieg. Okay. Kann ich da wirklich irgendwas machen? So, die Attraktivität ist schon mal erhöht. Einer ist entkommen. Na gut. Stufe 7. Ich bin mir gerade nicht so sicher, was man da machen kann. Studierende werden gebeten, sich nicht bitten lassen zu müssen. Ist das jetzt eher so ein Ding so, ich muss das jetzt einfach abwarten? Halt mal still! Dankeschön. Ach, immer das gleiche, ey. Ja, jetzt ist doch alles dreckig, ne? Wegen hier den blöden Gewittersturm. Na komm, kriegst du noch ein bisschen... Dass sie aber auch konsequent sagen, nö, wir wollen einfach keine Mülltonnen benutzen. Das ist so schrecklich. Oh, natürlich machen wir Horrorfilm. Komm. Ah, du bist dreckig. Das tut mir leid. Aber wir haben so viele. Oh, zwei haben wir schon auf 10. Wir haben so viele aber auch Duschen überall. So ein bisschen. Da ist eine Dusche. Da ist eine Dusche.
Moment. Irgendwo war hier auch noch eine Dusche. Da ist eine Dusche. Der hat eine... Die alter Markus, Alter. Geh mal zum Nachhilfe. Kann doch nicht wahr sein. Na gut, ich glaube, das hier ist wichtiger. Und dann... Das kommt ja mit der Zeit genauso wie das. Da kann ich irgendwie nicht so viel. Ich glaube, das kommt so ein bisschen von alleine. Das ist so ein Doppelding, den kommst du noch rein. Studentensortiment. Fisch im Karton. Wir bei Cromley servieren Two Point County schon seit über 10 Jahren. Was seid ihr denn hier für Schmutzfinken? Eine wahrlich stolze Tradition. Boah, ey, da krieg ich Schmotten. Hier, was an. Kein Wunder, dass es überall dreckig ist, wenn ihr. Da ist eine Mülltonne. Definitiv im Karton. Definitiv im Karton. Genau wie bei Muttern. Es rappelt im Karton. Tong, 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 tong. Die werden jetzt alle nochmal so ein bisschen gepusht. In Security. Wenn sie haben. Oder die bekommen Security. So, du, dir fehlt noch einer. Was machst du hier? Jetzt habe ich ganz viel Geld ausgegeben, aber alle müssten irgendwie Weiterbildung machen können. Okay. Aber ich habe eigentlich auch sehr viel Geld, so ist es nicht. Die Duellierung war ja das, was eigentlich erforscht werden muss, ne? Aber das ist noch gar nicht so weit. Was ist das? Ach so, das ist der Dingsraum, okay. Dekoration. Kann ich das überhaupt noch machen? Jo, im Juni. Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Ich liebe einfach diese dummen Sprüche, das ist einfach so großartig. Also hier einen Raum hinzubauen wäre wahrscheinlich schwachsinnig. Hier kann ich aber noch. Danke, dass ihr Radio Campus hört. Und falls irgendjemand bei Radio Two Point zuhört oder meine E-Mails gelesen hat, ich bin nächstes Jahr mit dem Studium fertig und wäre dann an einer bezahlten oder auch unbezahlten Rolle bei ihrem Sender interessiert. Danke. Der Campus hat ein neues Gebäude eröffnet. Ja. Ist das nicht wunderbar? Großartig. So, ich tue den jetzt mal da rein. Und Herzschmerz. Ich hab nämlich vor. Kopieren.
ist das Krankenhaus da? Kopieren. Hinweis: Eindringlinge auf dem Campus. Herrje. Herrje. Den wollte ich ganz gern noch davon ein. Habe ich irgendwo ein schmales Badezimmer? Da. Und dann Schlafzimmer. So. Damit die auch hier so hinten ein bisschen die Möglichkeit haben. Erstmal nochmal das mit der Heizung. Die armen Leute frieren sonst. So, bis ich mir überlegt habe, was denn hier hinten hinkommt, kommt dann erstmal so hin. Die Unterhaltung. Dann müssen die natürlich auch irgendwo sitzen. Denn Essen nicht vergessen. So, hier kommt zwar hin. Wann kommst du hier hin? Ne, dann haben sie hier wieder ein paar Plätze und ein bisschen Unterhaltung, Essen, Trinken. Weil hier sind sie ja auch ein bisschen weiter weg vom Schuss und dann wäre doch das eigentlich ganz gut. Weil so haben sie nur hier einen Schlafplatz und das ist dann doch ein bisschen weit weg vom Schuss von dem anderen. Dann haben sie aber alles nochmal ein bisschen... Himmel! Jetzt mach hinne! Habe ich so wenig Forscher in meinem Dings ausbildung? Nö, ich habe eigentlich genug, ne? Aber die sind halt auch alle irgendwo ein bisschen beschäftigt. Weiß nicht, ich mach irgendwas. Nachhilfe. Wollen wir noch ein Nachhilfeding dazu tun? Ich weiß es nicht. Ah, die haben so schon kaum Nachhilfeplätze. Wie viele haben denn von denen Nachhilfe von meinen? Doch, die haben eigentlich fast alle Nachhilfe. Ja, also wir haben schon eigentlich viele Nachhilfeleute. Das haben wir, das haben wir. Das ist... Ja, alles nicht so hübsch hier noch, ne? Verstehe ich. Also, wenn du nicht duschen gehst, ne? Dann dafür kann ich auch nichts. Guck mal, hier sind Duschen. Du könntest duschen, wenn du wolltest. Du müsstest es nur tun. Ne? Also, so ist es nicht. Du könntest duschen. Das Studienjahr ist fast zu Ende. Nur falls ihr es nicht bemerkt habt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie nicht duschen gehen könnten. Sie könnten, wenn sie wollten. Ne, also hier ist eine Dusche. Jetzt müssen wir nur noch das mit der Seelensorge hinkriegen, ne? Der Sommer bietet Zeit zum Entspannen und um sich auf das nächste Jahr vorzubereiten. 100% keiner durchgefallen. Yeah. Willow, leitende Dozentin, Vorlesung abgehalten, 2 Nachhilfesitzung, 8. Die ist krass drauf. Die ist krass drauf, ich sag's euch.
Wenn ich das jetzt so weitermache, ne? Ich würde das tatsächlich ganz gerne so lassen. Weil spätestens, wenn ich jetzt hier das fertig mache, dann bräuchte ich wieder irgendwie mehr davon und mehr davon und Na, das geht doch gut ins Ohr. Das ist der Sound von Two Point County hier bei Two Point Radio. Und ich habe sehr viele auf dem Dings, so ist es nicht. Das spirituelle Zuhause ihrer Ohren. Heute haben wir eine Brainstorming-Sendung für Sie. Doch erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Gönnen wir uns ein Bad in diesem akustischen Balsam und machen wir uns danach entspannt ans Werk. Gibt es hier keine Toilette drin? Gibt es tatsächlich keine Toilette? Gibt es jetzt. Oh, das wusste ich nicht. Hoppala, hier gibt es keine Toilette und keine Dusche. Na gut. Die können aber auch hier hingehen oder hier hingehen. Das ist jetzt nicht so, dass die Räumlichkeiten so weit weg sind. Nein, wo ist er hin? Oh. Ist ja nicht da. Der Stundenplan ist nicht in Stein gemeißelt, aber er wird trotzdem nicht geändert. Warte, ich glaube, hier sind die frieren sie noch, ne? Nee, eigentlich geht's hier auch. Hier kann ich halt nichts hinbauen, weil es nicht mir ist. Also, das ist so. Was soll ich dazu sagen? Wenn es nicht mir ist, ist es nicht mir, ne? Dann kann ich auch nichts hinbauen. Ach, ist doch egal. Oh, echt jetzt 13? Komm schon. Wir fehlen nur noch 4. F. Wir sind alle kurz davor durchzufallen. Ich fasse es nicht. Wir sollen mal lernen. Wenn die stinken, ne? Dann sollen die verdammt nochmal duschen gehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich keine Duschen habe. Die haben überall so ein bisschen Unterhaltung. Die haben überall Dings. Hier können sie Unterhaltung und Essen. Was es war und welche Folgen es haben wird, steht noch nicht fest. Aber wir halten sie auf dem Laufenden. Sehen Sie es? Steckt es in mir? Bitte sagen Sie mir, dass es nicht in mir steckt. Je mehr du lernst, desto länger hast du gelernt. Oh yeah. Wie die mich nerven, ne? Ständig diese Eindringlinge. Ich meine, ist schon witzig, dass sie es gemacht haben, weil das bringt halt was, aber es ist trotzdem irgendwo minimal nervig. Da sind es nur noch 2. Warte, ich will noch den mit 4 haben. Hier.
gemacht. Ich bin auch sehr stolz auf euch. So. Dann können wir nämlich dieses Duellieren, ne? Können wir besser machen. Oh yeah. Das ist gut. Nur noch die Attraktivität erhöhen. Ja gut. Kann ja nicht so schwer sein. Oder? Ich meine, Rosen kommen immer gut. Ja gut, wenn sowas jetzt ist, ist klar, dass dann gleich die Attraktivität leidet. Ne, das ist schon irgendwo... Das ist mir schon irgendwie bewusst. Und wenn die überall hier in Müll rumschmeißen, ist auch klar, dass das nicht funktioniert. Immer das Gleiche. Ja, vielleicht sieht es gleich besser aus, wenn die alles geputzt haben. Und mal sauber gemacht haben. Der ist gut. Alchemical Friendship, neues Event erreichbar. Und jetzt was? Mich nicht von zukünftigen Stechpalmen-Experimenten abhalten. Oh nein. Okay. Sie und Fräulein Mund scheinen mit den Zauberstab wedelnden und Hasen aus dem Hut ziehenden Jugendlichen des Countys sehr gut zu Rande zu kommen. Die böse Hexe und die gute Campusverwaltung. Eine bewährte Strategie. Heutzutage haben viel zu wenig unserer Campusse einen Erzfeind. Und ich finde, das macht sich bemerkbar. Dankeschön. Den will ich. Ich meine, der ist. Leute, der ist. Habt ihr das gesehen? Der war 7. Gut. Du willst einen Horrorfilm? Kannst du haben. Komm, mach mal Minuten. Ich drück mal kurz auf Pause. Du kommst dahin. Gut, ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Studenten mit den, machen den Abschluss mit Note A+. Ja, herzlichen Glückwunsch, das wird nicht funktionieren. Monatlicher Gewinn von 50.000. Wie soll ich denn das machen? Oh, und ja gut, das mit der Person. Personal. Finanzen, Einkommen, Ausgaben. Wird gleich hochgehen. Monatliche, was ist das denn? Studie zahlen jeden Monat Studiengebühren und du erhältst außerdem einen Bonus für die Erfahrung, die sie sammeln, verkaufe, Essen und Getränke, um dir das etwas dazu zu verdienen. Okay. Vielleicht noch. So, vielleicht zahlen sie denn mehr. Wer weiß. Hier könnten wir noch. Eigentlich wollte ich gerade den Part beenden. Okay, gut, ich beende trotzdem diesen Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.